herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir, das sind Helene und ich, und wir machen diesen Podcast hier an der Uni Hannover, weil wir uns mit unseren Gästen darüber unterhalten wollen, wie man Bildung gestalten kann und vor allen Dingen, wie man Bildung und Bildungsräume so schaffen kann, dass sie auch zu Freiräumen werden. Wir beide, Helene und ich, sind hier an der Uni Hannover in der Lehrkräftebildung tätig. Uns interessiert es natürlich auch, wie angehende Lehrkräfte, wie die neue Generation von Lehrkräften Schule vielleicht auch neu denken kann und eben genau diese Freiräume an der Schule auch gestalten kann, aber eben auch in Kooperation mit außerschulischen Bildungseinrichtungen und dem Nahraum der Schülerinnen und Schüler. Darüber sprechen wir mit verschiedenen Gästen und wollen euch wöchentlich mit neuen Podcasts versorgen. Ja, und heute haben wir einen ganz tollen Gast da. Genau, heute haben wir als Gästin da Katrin Herfert-Sternberger, Schulleiterin der Gutsmuts Grundschule in Berlin, im Zentrum von Berlin tatsächlich, in Mitte. Und ja, liebe Katrin, wir freuen uns, dass du da bist und heute sozusagen mit uns deine Erfahrungen als Schulleiterin teilst. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei dem Projekt dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt. Der Titel hört sich großartig an. Ich lasse mich überraschen. Ja, Katrin, kurz zu dir. Du bist seit nunmehr fast 8 Jahren Schulleiterin der Gutsmuts Grundschule, das sagte ich schon, bist aber eigentlich ausgebildete Physiotherapeutin. Mhm. Zusätzlich warst du Sportlerin im Bereich Basketball, Schwimmen, leitest einen Schwimmverein. Ich glaube, dein Tag hat zwar auch nur 24 Stunden, aber irgendwie passt das da alles hinein. Aber ich glaube, diese Punkte sind ganz zentral, wenn wir uns sozusagen deine Idee von Schule und wie man Schule als Freiraum auch gestalten kann, anschauen kann. Was würdest du sagen, was ist sozusagen aus deiner Sicht mit Blick auf die Schulentwicklung der zentrale Punkt, wenn ich Schule als Freiraum begreifen will? Eine Frage, die ich jetzt wahrscheinlich mit 5 Stunden füllen könnte. Ich versuche es erstmal mit dem Pragmatischsten. Ne? Schule ist kein Selbstzweck. Schule hat eine klare Aufgabe, die den Menschen eigentlich in den Mittelpunkt stellen sollte. Und wir alle sind individuell. Wir alle bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Wir alle haben total unterschiedliche Umgebungen, Familien und dadurch auch unterschiedliche Räume an der Stelle erstmal, um unsere Potenziale und Fähigkeiten und alles, was quasi in uns steckt, irgendwie auszuleben. Und Deutschland hat sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, jedes Kind so zu fördern, dass es, wie es so schön heißt, ein handlungskompetentes Wesen wird und an der Gesellschaft teilnehmen kann. Und das nehme ich sehr ernst und denke, sollte auch Schule und die Gesellschaft sehr ernst nehmen, weil es geht nicht darum, allen das Gleiche irgendwie aufzuzwängen, sondern sie wirklich, ich sag mal so, mit einer Grundausstattung dessen, was nötig ist, um alles, was in ihnen steckt, auszuleben, zu ermöglichen, zu gestalten. Und da sehe ich quasi den größten Spielraum, um nochmal ein neues Wort reinzubringen. Wir müssen es irgendwie schaffen, diese Dynamik, die letztendlich in uns Menschen ja drin steckt, auch ins Schulsystem reinzubringen, weil das System ist, ich sag's mal vorsichtig, schon noch relativ behäbig, um es mal nett auszudrücken. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Freiräume. Und jetzt kann ich mich natürlich immer mit dem Fokus auf, was alles nicht geht, beschäftigen und wo überall immer die Grenzen sind, um da gegen die Mauern zu laufen. Und ich kann aber auch gucken, wo sind nicht nur die Lücken im System, sondern wo sind auch tatsächlich schon im System gute Ansätze, die es halt wirklich ermöglichen, Freiräume zu nutzen und zu schaffen. Und ja, ich finde, die gilt es natürlich gerade in schulischer Leitung zu kennen und auszunutzen und sich dann halt auch zu trauen, sein Team und seine Schüler dahin einfach so zu bestärken, dass sie die halt nutzen und nicht aus Angst vor, oh, wir könnten irgendwas falsch machen, sondern hey, lasst uns mal gucken, was da so alles möglich ist. Ne? Und die Krise hat es gezeigt, da ist relativ viel möglich in beide Seiten, also sowohl als wir machen jetzt gar nichts mehr, als auch, oh, wir machen jetzt einfach mal alles.
Und ja, du merkst, ich komme ins Reden. Das wollen wir. Viel Luft nach oben, aber genau, das ist es für mich eigentlich erstmal so. Also Katrin, ich habe mir schon ganz viel mitgeschrieben, wo ich gleich nochmal genauer nachfragen will, aber wir haben jetzt auch schon gehört, was dich so ein bisschen antreibt und Helene hatte schon angesprochen, dass deine Biografie zur Schulleiterin gar nicht ganz so geradlinig war, wie das viele erleben und wie das wahrscheinlich auch viele unserer Studierenden erleben. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz uns mitnehmen, wie ist das passiert? Wie wird man von der Physiotherapeutin zur Grundschulleiterin? Ja, es ist tatsächlich passiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe, also wenn ich zurückgucke, immer mich irgendwie mit Menschen beschäftigt, mit Kindern. Ich war tatsächlich schon als 12-jährige Übungsleiterin halt in dem Schwimmverein, den ich jetzt leite. Und das zog sich dann so durch mein Leben. Also meine Mutter war Physiotherapeutin, ich wollte Menschen helfen, ich konnte sie da schon beim Schwimmen irgendwie begleiten und irgendwie stand fest, es muss Sport, Gesundheit, es muss irgendwas werden, wo ich für die Menschen da sein kann, wo ich irgendwas tun kann und wo ich vor allem auch selber irgendwie in Bewegung bleibe. Ne? Und der Mensch, der menschliche Körper, die Entwicklung, das ist halt alles, was mich unglaublich fesselt, weil ich es großartig finde, was da alles möglich ist. Und das zu unterstützen, ja, habe ich einfach schon ganzzeitig angefangen. Und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen gegen die Widerstände meiner Eltern erstmal. Die wollten natürlich Kind studiere, ne, das ist wichtig. Und ich, nein, ich will aber Physiotherapie machen. Und dann ist das letztlich auch möglich geworden. Und als ich dann fertig wurde, habe ich auch relativ schnell in der Praxis angefangen zu arbeiten, habe dann aber natürlich ganz, also nicht brav, aber ich habe dann studiert, habe dann meinen auch zweiten Traum quasi das Sportstudium angefangen und es stellte sich dann immer so die Frage, ja, was machst du denn mit dem Sportstudium? Es war klar, ich wollte eigentlich nicht explizit jetzt nur Trainer sein und in quasi der Kombination meines Physiotherapie-Daseins, ja, ich hatte einerseits Kinder, die ich therapiert und betreut habe, andererseits Erwachsene, die wirklich gefühlt null Ahnung von ihrem Körper hatten und Kinder auf der anderen Seite, die mit Rückenproblemen und Haltungsschäden und allem zu mir kamen und die hatten aber keine körperlichen Probleme, sondern die hatten wirklich somatische Probleme und dann kam halt relativ schnell eins zum anderen. Ich dachte, alles klar, fangen doch einfach in der Schule an und sorgt dafür, dass die Leute gar nicht erst krank werden. So, und das hat sich dann einfach entwickelt. Also habe ich da den Weg hin eingeschlagen und habe das mit dem Sport immer verbunden, habe alles wirklich tatsächlich parallel gemacht. Also es ging quasi von der Praxis in die Uni, in die Schwimmhalle. Und ja, dann war irgendwann auch bei mir ein 24-Stunden-Tag um. Aber es endete in, ich durfte mich entscheiden, dann letztlich im Schulsystem halt zu arbeiten und durfte halt auch als Sportlehrerin da arbeiten und auch so ein bisschen meine, ich sag mal, motivierende Art und Weise an die Kinder ranbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, eine Schule zu leiten. Also das war jetzt so die Kurzfassung. Ja. Genau, dieser Ansatz und tatsächlich auch so die von Katrin schon benannte motivierende Haltung durfte ich erleben, als ich ein Praktikum zu Beginn meines Studiums nämlich an der Gutsmuts-Grundschule gemacht habe. Daher kennen wir beide uns auch und durfte da sozusagen die Anfänge erleben, wie du mit angefangen hast mit den SchülerInnen, genau diese Idee auch des gemeinsamen Gestaltens zu leben und das aber auch nicht nur mit Blick eben auf die SchülerInnen, sondern auch auf die Lehrkräfte. Mhm. Wenn du heute sozusagen auf die Zeit guckst, des Anfangs an der Schule, wo du erstmal dabei warst, diese Freiräume zu finden, war das für dich einfach? Wie bist du da rangegangen? Was würdest du sagen, welchen Blick sollte man auf Schulentwicklung werfen, wenn man sich damit beschäftigen möchte? Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall Mut haben und ich glaube, man sollte auf jeden Fall auch in der Lage sein, eine eigene Vision einfach zu entwickeln. Ne? Also da bin ich jetzt nicht die Erste, die sowas sagt. Also wenn man jetzt in Schule geht und Schule entwickeln möchte auch, ist ja auch immer so der Spagat, Schule entwickeln, Schule verwalten, bin ich eher so der Schulentwickler.
ja, die Vision und die Offenheit und vor allem die Menschen, die da arbeiten, im Blick behalten. Ne? Wenn man so ein Team übernimmt, übernimmt man ja schon auch Gewohnheiten, Dinge, die bisher irgendwie gelaufen sind, ob jetzt gut oder schlecht, wie auch immer. Also man muss schon eine gewisse Empathie für diejenigen mitbringen, die da sind, und auch die Toleranz, den Respekt, dass die ja auch schon sehr lange durchaus erfolgreich Schule gemacht haben, ja, mit dem, wie sie gelernt haben, dass Bildung funktioniert. Und das war mir rückblickend und ist mir auch immer noch sehr wichtig, dass man nicht einfach über die Menschen hinweg entscheidet, sondern dass man sie wirklich erstmal anhört, ihnen auch ja, sie anschaut, sie als Mensch wahrnimmt, sie als Lehrperson, wie auch immer, wahrnimmt, dass man die Beziehungen, die sie zu ihren Kindern haben, wahrnimmt und auch guckt, wo sind sie hergekommen, was quasi ihre eigene Biografie angeht, sowohl menschlich als auch dann wiederum ausbildungstechnisch. Ne? Also wir haben Kollegen, die sind seit 40 Jahren im Schuldienst und die haben in einem sozialistischen System durchaus sehr erfolgreich Bildung gestaltet, weil sie gelernt haben, so funktioniert Bildung. Und da haben sie im Prinzip gemacht, was klar definiert war. Und dann hat sich das ja alles so ein bisschen entwickelt und dann wurde gesagt, so wie ihr das gemacht habt, ist das nicht gut und jetzt macht es bitte mal alles anders. Und wenn du halt eigentlich erfolgreich arbeitest und ja auch mit Kindern Persönlichkeiten, wie auch immer, entwickelst und von denen ja auch als Mensch wiederum Feedback bekommst, dass es gut war, was sie gemacht haben, ja, dass sie sich wertgeschätzt, unterstützt, begleitet fühlten und ihnen dabei auch noch Wissen und auch Fähigkeiten vermittelt wurden. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das ist alles, das geht so nicht mehr. Wir müssen das jetzt alles anders machen. Dann ja, kann ich mir, ne, das hört, glaube ich, keiner so richtig gerne. Und so eine Sachen, die sind halt in den Menschen immer noch drin, weil letztendlich freut sich jeder über Anerkennung seiner Arbeit. Das ist ja auch ein großes Thema auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Es geht nicht nur um einfach nur eine Dienstleistung, sondern wirklich um eine sinnhafte Arbeit, und die haben wir halt in Schule per se. Also jeder, der zur Schule geht, weil er einfach nur seine Brötchen verdienen will, ist okay. Ich bin immer froh, wenn die jetzt nicht bei mir in der Schule arbeiten, und ich versuche auch, mir mein Team so zusammenzustellen. Aber ja, das sind halt wirklich ganz essentielle Dinge. Ne? Also man sollte da schon so seine Idee haben, wo soll es hingehen. Aber man sollte wirklich bereit sein, die Menschen, die da sind, mitzunehmen. Und das auch behutsam, tatsächlich. Darf ich an der Stelle nochmal nachhaken? Weil jetzt hast du natürlich eine Perspektive der Schulleitung beschrieben. Das ist quasi auch dein Erfahrungsfeld, Schule neu zu gestalten als Schulleiterin. Ich fände es aber tatsächlich auch ganz spannend, ob du jetzt aus der Perspektive von jungen, angehenden Lehrkräften noch andere Tipps hast. Also wertschätzend anerkennt für das, was da ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch nicht immer gleich zu glauben, ich habe jetzt die neuen Ideen und alle sollten das so machen, wie ich es frisch aus der Uni jetzt mitbringe. Mhm. Aber so meine Erfahrung zum Beispiel war durchaus im Referendariat schon und auch in der Zeit danach, dass ich immer so das Gefühl hatte, die Wände sind so groß und so hoch, dass das schon ganz am Anfang irgendwie super demotivierend war. Mhm. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Tipp an junge Lehrkräfte eben auch sein könnte, wagt es trotzdem oder wagt euch nach vorne, versucht Impulse zu setzen. Aber was wäre so dein Tipp vielleicht auch an junge Lehrkräfte, die Schule neu entwickeln oder neu gestalten wollen? Also auch da tatsächlich Mut haben. Und was ich gemerkt habe, ist, dass wenn auch da der Tipp erstmal ankommen und schauen, und auch da ein Stück weit Geduld tatsächlich erstmal mitbringen, weil man kann, wenn man neu an eine Schule kommt, nicht alles sofort erfassen. Ja, ich sage mal, je besser organisiert eine Schule ist, desto schneller fallen natürlich auch, ich nenne jetzt mal das Wort, vermeintliche Fehler auf. Ich sehe Fehler als was sehr Positives, aber je besser natürlich etwas organisiert ist, ja, merkst du selber, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Ne? Aber ich habe selber auch gemerkt, die Menschen, oder es gibt Menschen, die kommen und sagen erstmal, wir müssen das und das und das und das und das und das machen. Und
dann denke ich immer, okay, aber guck doch erstmal, was wir haben. Also guck doch mal, was wir machen. Ne? Also setze dich doch erstmal mit der Art und Weise, wie an der konkreten Schule, wie auch immer Bildung gemacht wird, wie da schon die Stimmungen sind, wie da so die Konzepte, die Ansätze sind und was auch letztendlich bei den Kindern ankommt. Also was wird wirklich umgesetzt? Und also im Referendariat ist es ja das eine mega herausfordernde Zeit, weil gefühlt immer an allen Ecken und Enden ja die Menschen von dir Dinge erwarten, wo du einfach selber noch nicht so richtig weißt, wie du sie eigentlich erfüllen sollst, wirklich im Ref erstmal anzukommen und da sukzessive einfach seine eigenen Ideen in einbringen, gucken, dass man halt mit den Kollegen, mit denen man Unterricht und Klassen gemeinsam gestaltet, dass man sich abspricht, dass man die auch durchaus einfordert und offen ist für einen Austausch. Ne? Also da dieses mit Wertschätzung meine ich auch nicht gleich verurteilen, wenn es andere Standpunkte gibt. Es gibt ja Gründe dafür, warum manche Menschen irgendwas wie machen und da vielleicht auch mal nachfragen, okay, warum machst du das denn so? Ne? Und nicht gleich denken, nee, das macht man heute nicht mehr so oder das ist doof, sondern zuhören und den anderen halt auch eine Chance geben. Und also da spreche ich auch echt aus Erfahrung, weil ich hatte selber im Ref einen Kollegen, der selber gesagt hat, oh, und jetzt kriege ich noch eine Referendarin, oh je, noch mehr Arbeit. Und dann kam ich halt erstmal offen rein und habe erstmal zugeguckt und es hat mir natürlich in den Fingern gekribbelt und dann habe ich einfach gemacht. Also ich habe gar nicht ihm gesagt, wie er es besser machen soll, sondern ich habe es einfach selber ausprobiert in den Stunden, für die ich verantwortlich war. Und das finde ich, ist auch völlig in Ordnung. Dafür ist das Ref da und offen zu sein dann auch im Prinzip für das Feedback, was man dann bekommt, was ja, jetzt hat man nicht immer nur wertschätzende, empathische Seminarleiter und Professoren, aber letztlich ist es ja dafür da, dass man lernt. Ne? Und wenn man kein Feedback bekommt, kann man ja auch selber nicht da in den Diskurs gehen und selber sich auch nochmal hinterfragen, okay, warum habe ich das denn so gemacht? Also da offen sein für, ich probiere mich erstmal selber aus und gucke, was funktioniert und was funktioniert nicht. Dankbar sein für die Hinweise, die man kriegt. Auch das ist ja eine Frage der Perspektive. Ne? Ich kann sagen, oh, jetzt haben die wieder alles irgendwie zunichte gemacht. Ja, aber nee. Es geht um, okay, wir sind schon ziemlich gut und wir wollen ja besser werden und wir wollen es ja auch verstehen. Und je besser wir es verstehen, desto eher können wir dann halt auch für die Kinder gute Arbeit leisten. Ne? Und dann, wenn man letztlich in Schule ankommt, dann wirklich auch als Lehrer, dass man dann auch dieses, ich sage mal eigentlich, sich so ein Stück weit verhält, wie man sich es ja selber auch wünscht. Ne? Wenn jemand dir gegenübersteht und dir dann halt gleich erklärt, wie es alles besser geht, erstmal anfangen, ne? Erstmal selber machen und erstmal selber ausprobieren in den Freiräumen, die man ja schon hat und die man zu verantworten hat. Und ja, ich bin da auch eher so ein Macher. Ich habe jetzt auch nicht alle um Erlaubnis ja gefragt, wenn ich irgendwelche Dinge mache. Ne? Und ich sage den Leuten nicht, seid nett zueinander. Also jetzt habe ich es ihnen tatsächlich mal gesagt, nach 8 Jahren nochmal. Aber einfach nett sein. Ja, einfach wirklich auch das, was man von seinen Mitmenschen da erwartet. Und auch im Zweifel als junger, neuer Lehrer schon klar formulieren, was man sich auch vorstellt und wünscht, aber es auch einfach selber tun. Also auch da, ne? Nicht nur reden, sondern einfach ins Tun kommen und das, was man selber sich dann so wünscht, einfach ausprobieren. Und wenn es halt noch nicht, wir machen es jetzt mit allen in der Schule und es wird gleich hier Schulprogrammpunkt, sondern erstmal, ich probiere es mal in meiner Klasse aus. Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Und aus dem, was du sagst, höre ich auch noch einen Punkt mit raus, beziehungsweise sogar eigentlich zwei, eben auch um Freiräume bitten. Ne? Also wenn ich immer sage, ich habe die nicht, ich kann das gar nicht, einfach mal ausprobieren, dann explizit darum zu bitten, um eben auch mal zu sehen, funktioniert es denn, ne? Das, was ich mir vorstelle. Und ein anderer Punkt wäre aber für mich auch noch, eben nicht zu resignieren. Also nicht nur, weil jemand sagt, das geht nicht, das können wir so nicht machen, dann das ad acta legen, sondern durchaus die Vision, wie du sie benannt hast, beibehalten, den Mut, das eben zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufzugreifen oder Stück für Stück sich dem zu widmen. Ne?
Wobei ich, also ich hätte jetzt sogar rausgehört bei dir, dass es nicht nur darum geht, zu bitten darum, sondern es eben auch einfach zu machen in den Räumen, die ich habe, weil das ist ja tatsächlich auch das, was wir unseren Studierenden immer auch mitgeben wollen. Das Attraktive an diesem Beruf ist ja, dass er durchaus eben schon Freiräume schafft, weil ich mit meinen Schülerinnen und Schülern, ich muss ja nicht mit dem Lehrbuch arbeiten, ich muss nicht immer mit den gleichen Materialien arbeiten, die es schon immer gab. Ich habe ja durchaus Freiheiten, auch Dinge auszuprobieren, zu erproben. Und das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, zu sagen, probiert es doch einfach tatsächlich mal. Also es ist wahrscheinlich immer gut, auch Banden zu bilden, im Kollegium irgendwie Gruppen zu bilden, die sich auch diesem Thema widmen wollen oder die auch ein Projekt machen wollen. Aber wenn man eben das Gefühl hat, man findet da im Moment nicht so viel, dass man tatsächlich auch schon mal selber in die Initiative gehen kann. Also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben und ich finde es total spannend, diese Kombination aus Mut, Initiativkraft, tatsächlich einfach mal machen, aber eben auch geduldig bleiben und offen sein für den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde das tatsächlich eigentlich eine total spannende Mischung, eine große Herausforderung, sicherlich auch, aber ich finde das eine spannende Erkenntnis, so das mitzunehmen. Dieses Paket braucht man einfach, um Schule dann zu entwickeln. Ja, genau. Und dann wirklich auch diesen Dialog, ne? Also dieses Banden zu knüpfen, klar, auf jeden Fall. Aber einfach wirklich in den Dialog gehen, sich Menschen suchen, wo man einfach mal ins Gespräch kommt über die Sachen, die einen da so bewegen, ne? Also ich habe dann, also mein Glück irgendwann halt an Mann gebracht und habe dann geguckt, dass wir das, also wo wir das denn schon machen, ne? Also auch die Lupe dann halt dahin legen, vielleicht gezielt nach dem zu suchen, was man sich ja eigentlich wünscht und was man eigentlich verändern möchte. Vielleicht ist davon ja wirklich auch schon was da im Ansatz und dann da anzugreifen und den Leuten zu sagen, Mensch, ihr macht es doch schon. Ja, lasst uns doch einfach nur noch mal weitergucken, was, wenn wir es bewusst machen, noch alles möglich ist. Aber Katrin, darf ich da mal ganz kurz nachfragen, wie schaffst du das denn an deiner Schule, dass die Kolleginnen und Kollegen sich tatsächlich auch austauschen? Also eine meiner Erfahrungen war, viele Kolleginnen und Kollegen sind zu ihren Präsenzstunden gekommen, teilweise 5 Minuten bevor die Stunde losging, noch mal kurz im Lehrerzimmer gewunken in ihre Klassen und dann wieder nach Hause. Es gibt ja auch andere Forderungen, spannende Initiativen, Ideen, quasi die 40-Stunden-Woche tatsächlich in der Schule. Dann braucht man auch die Räume zum Vor- und Nachbereiten und so weiter. Da gibt es großen Widerstand, auch aus guten Gründen. Aber wie schaffst du es, dass sich deine Kolleginnen und Kollegen dann auch wirklich austauschen, dass da so ein Team entsteht? Auch da ist, glaube ich, Beharrlichkeit im Spiel. Erstmal möchte ich das. Also ich möchte es wirklich und ich verinnerliche es wirklich in meinem Bewusstsein. Ich mache das ja, sage das jetzt mal wirklich ganz pragmatisch. Ich überlege mir wirklich, wie möchte ich, dass mein Team arbeitet. Und dann versuche ich, die Bedingungen dafür zu schaffen, die dafür nötig sind. Ja, also ich sage mal so, als ich in dieser Schule angefangen habe, wäre ich am liebsten rückwärts wieder rausgegangen, weil das sah einfach so grottig und so oll aus. Also ich dachte, hier kann sich keiner wohlfühlen, es geht nicht. Also egal, wie toll die Lehrer sind, es ist einfach keine Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Ne? Und das ist ja schon mal so ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Schaffe eine Umgebung, wo sich die Menschen wohlfühlen, die sie am besten auch noch mitgestaltet haben. Und schaffe Begegnungsräume. Und das halt einerseits zeitlich, andererseits aber quasi räumlich. Und jetzt bin ich auch keine Schule, die endlos viel Raumkapazität hat. Im Gegenteil. Also wir haben gefühlt jeden Millimeter in den letzten 8 Jahren umgebaut und verschönert. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe das Lehrerzimmer umgebaut. Also ich habe den Raum, wo die Lehrer die Chance haben, miteinander in Dialog zu kommen, erstmal saniert und habe eine Kaffeemaschine dahingestellt, die ordentlichen Kaffee produziert und habe quasi einen Spruch an die Wand gemacht. Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und also es ist wirklich ein großes Puzzle von Dingen, die manchmal so einfach sind, ja. Aber schaffe den Menschen, die für dich arbeiten sollen, ich sage es jetzt mal so in dem Sinne, schaffe ihnen Räume, in denen sie sich wohlfühlen. Und ich sage auch immer, wenn es den Lehrern gut geht, dann geht es den Kindern gut. Wenn jemand mit den Lehrern wertschätzend und respektvoll umgeht, dann leben das die Lehrer auch mit den Lehrerinnen. Entschuldigt, ich bemühe mich um gendergerechte Sprache, ich schaffe es noch nicht ganz, ja. Dann geht es auch den Kindern gut,
Ja, und so haben wir quasi erstmal so auf der einen Seite dieses ganze Räumliche schön gemacht. Wir haben die Kinder mitgenommen in Projekte, wo wir die Turnhalle angemalt haben. Ja, meine ersten Osterferien waren, wir haben die Kinder rangeholt und haben die Turnhalle mit Graffiti besprüht. Die sah aus wie, also es ging gar nicht. Und das zieht sich immer, wenn Geld da ist. Und im Geld beschaffen bin ich scheinbar ganz gut, im Geld ausgeben auch, können wir halt wirklich die Schule gestalten mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Schülerinnen und Schülern. Und inzwischen sind halt alle Räume saniert. Wir haben wirklich Räume, in denen wir uns wohlfühlen und es ist quasi nicht diese Fluchttendenz schon mal da. Ja? So, das ist das eine. Das andere ist, der Lehrberuf, sage ich jetzt mal, wie er quasi historisch geprägt ist, ist ja jetzt nicht unbedingt der Teamplayer-Job. Ne? Also wir lernen, wir sind für uns alleine verantwortlich und für die Lernergebnisse, die wir irgendwie bei den Kindern produzieren. Und bei diesen ganzen Freiräumen, die wir ja bei unserer Arbeitsaufteilung haben, ja, also das muss man ja auch einfach mal sagen, wir haben ja eine Menge Zeit, für die wir auch bezahlt werden, die in einer unterrichtsfreien Zeit liegt und wo uns auch erstmal keiner per se bis auf die 3 Präsenztage in Berlin vorschreibt, was wir da und wie wir da zu arbeiten haben. Auch da, ne, so Perspektivwechsel, einfach mal sich bewusst machen, wie viele Freiräume man ja wirklich hat, um auch seine Arbeit dann unabhängig jetzt von der Arbeit am Kind zu gestalten und vorzubereiten und zu organisieren. Aber man muss, glaube ich, den Menschen, die im Bildungssystem arbeiten, tatsächlich ein bisschen bewusst machen, dass der Teamgedanke ein Fortschritt sein kann. Ja, also was halt im Lehrerzimmer bisher oder im Personalzimmer bisher, ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen, nicht der Standard ist. Da ist halt, na, ich mache jetzt die Unterrichtsvorbereitung und du machst dir einen Lemmy. Ne? Also so funktioniert es ja nicht. Dieses toll, ein anderer macht's, funktioniert halt nur, wenn toll, jeder macht halt mal was und am besten dann das, was er halt gut kann. Und dann sind wir halt so bei diesem ressourcenorientierten Einsatz. Ne? Wenn wir uns zusammentun und wissen, was wir gut können und wo wir gut arbeiten können und uns trauen, dazu in Dialog zu gehen, dann kommen wir halt auch zusammen. Ja? Sprich, es braucht durchaus mal so Tage, wo man auch mal außerhalb von Schule zusammenkommt. Es braucht Situationen, wo man unabhängig von Schule und Unterrichtsvorbereitung einfach auch mal ein Frühstück zusammen macht oder einen Grillnachmittag oder dann auch mal ganz explizit sich bei, wir haben ja Studientage, damit befasst, okay, was ist denn jetzt Gesundheit und warum ist es denn so gut, dass wir halt zusammenarbeiten und dieses Verschulte halt mal so ein bisschen rausnehmen und mal diesen ganzheitlichen Ansatz darauf setzen. Ne? Was braucht es denn, damit wir auch gesund bleiben? Und Arbeit ist halt, wir sind da einen sehr, sehr großen Teil der Zeit des Tages auf der Arbeit. Also sollten wir auch gucken, dass wir die Räume da gut, also die zeitlichen Räume gut gestalten und halt auch was, also einen gewissen Bewusstsein auch gestalten. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, es tut mir gut, auch mal meine Tür offen zu lassen, und angstfrei einfach arbeiten kann, dann traue ich mich auch mit den anderen Menschen darüber zu reden. Und ja, also schafft man auch einen gewissen Input, man schafft Begegnungsräume, man schafft Austauschräume. Also ich habe dann auch Teamzeiten wirklich verbindlich eingeführt, die wir in Berlin tatsächlich ja gar nicht so offiziell in den Stundenplan einbauen dürfen, wenn es denn nicht auch eine Ermäßigungsstunde ist. Damit haben wir dann so angefangen im Konsens, weil die Kollegen auch gemerkt haben, ja, es bringt uns ja was, wenn wir in den Austausch gehen. Ne? Und nicht nur der hat einen Schüler, der halt herausfordernd ist, sondern der auch. Und hey, lasst uns mal reden, ob es da irgendwelche Ideen gibt, wie man damit umgehen kann. Ne? So dieses, ich bin nicht alleine und die Probleme, die ich habe, habe ich nicht nur alleine. Und es gibt halt Ideen, die man dann austauschen kann. Sprich, also wir haben wirklich auch Zeiten gefunden, wo die Menschen dann miteinander verbindlich wussten, da können sie reden. Das haben wir jetzt seit 2 Jahren jetzt schon noch mehr, nee, seit 3 Jahren jetzt inzwischen dahingehend erweitert, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir denn wirklich Schule auch so offen und so vernetzt gestalten wollen, dann muss es dafür Freiräume geben. Und wir haben in Berlin ja bestimmte Stunden, die wir dann auch verfügen können. Wir haben 40-Minuten-Modell,
Wir haben so eine Grundausstattung, ne? Inklusion heißt es ja immer so schön, wird von allen und muss von allen gelebt werden. Dazu muss es aber Räume geben, die quasi dann auch geplant sind. Wir haben jetzt wirklich so eine Teamstunde und die ist auch eine Ermäßigungsstunde für die Kollegen. Das heißt, die sehen dann da auch, okay, hier wird auch meine Arbeit nochmal an der Stelle gewertschätzt. Ne? Und genau, das sind halt so viele kleine Signale, die dazu führen, dass die Menschen dann auch in den Dialog gehen. So hätte ich vorhin übrigens auch das Bitten um Freiräume verstanden. Ne? Also nicht im Sinne einer Bittstellerinnenhaltung, sondern lasst es uns einmal versuchen, lasst es uns ausprobieren, um dann genau diesen Dialog, den du benannt hast, führen zu können. Wenn wir es nicht ausprobiert haben oder du nicht einmal zuschauen konntest oder ich es eben nicht selbst erleben konnte, dann kann ich auch nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und so teilen wir immer wieder neu auch den Erfahrungsraum dann an der Stelle. Wenn wir gemeinsam Dinge ausprobieren oder dann eben auch ein Feedback erhalten. Das hattest du vorhin schon genannt, sozusagen Feedback eben an die Lehrkräfte geben, aber eben nicht nur von Seiten der Schulleitung, sondern eben auch von den Schülerinnen und Schülern. Was geben die zurück? Also wie zeigt sich eben auch die Schulentwicklung bei euch von dem Feedback her, was die Schülerinnen und Schüler euch geben? Na, was soll ich sagen? Kinder, die nicht in die Ferien gehen wollen und die sind dankbar, dass die Ferien vorbei sind. Also ein besseres Feedback gibt es ja nicht, ne? Genau, also es ist bei uns so, dass ich, glaube ich, auch nicht als diese, ich sag mal so, Hierarchietante da ist die Schulleiterin und da kommen wir nur hin, wenn das alles ganz, ganz schlimm ist. Sondern ich bin eher so diese flache Hierarchie und ich bin genauso am Kind dran, weil ich arbeite ja ganz viel selber wirklich auch mit den Kindern und ich kenne auch fast jedes Kind. Also bei den Erstklässlern ist immer das erste Jahr ein bisschen herausfordernd, aber grundsätzlich kenne ich alle Kinder kennen mich mit Namen. Die wissen nicht zwangsläufig immer, dass ich die Schulleiterin bin, aber es ist eine sehr, sehr offene und fröhliche Stimmung bei uns an der Schule und das ist eigentlich das beste Feedback, was man von den Kindern kriegen kann, ne? Dass die Kinder einfach gerne da sind und mit den Kollegen wirklich auch ein sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis haben und das kommt aber tatsächlich auch von der Art und Weise, wie man Schule leitet, weil wenn man sehr verbots- und angstorientiert arbeitet, dann haben Menschen ja eher ständig Angst, irgendwas falsch zu machen und sowohl als Erwachsene als auch Kinder. Und je mehr mutmachend und motivierend und ermöglichend man agiert, desto mehr trauen sich halt die Menschen wirklich auch vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Ne? Und also wahrscheinlich ist es ein bisschen befremdlich manchmal, wenn man zu uns an die Schule kommt. Also jetzt durch Corona ist es alles dann doch mal ein bisschen eingeschränkter, aber es ist durchaus auch mal so, dass man kommt auf den Hof und plötzlich hat man da 5 Kinder, die einen umarmen. Und das ist ja auch immer in dieser ganzen Debatte, die wir ja führen von Abstand und Respekt, jetzt unabhängig von Corona, ja auch immer nicht ganz so, muss man schon mit Bedacht alles betrachten. Aber es ist einfach Freude. Und die darf natürlich nicht ausgenutzt werden, sondern die muss genauso wertschätzend und respektvoll entgegengebracht werden. Aber man darf da durchaus auch dankbar sein. Ne? Also so gegenseitige Dankbarkeit, dass man halt A, so ermöglichend Schule macht. Auf der anderen Seite, dass dann die Kinder auch so offen sein dürfen und auch ihre Emotionen und Gefühle äußern können. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein Thema, was wir unbedingt ansprechen wollen, weil das ja schon was Besonderes ist bei euch an der Schule, ein ganz besonderes Unterrichtsfach. Ich will aber noch nicht vorweggreifen, sondern wollte mal fragen, ob es noch andere Formen der Demokratisierung eurer Schule gibt, von denen du berichten kannst. Also du bist ja an der Grundschule, der Klassenrat beispielsweise ist ja in Grundschulen oder an vielen Grundschulen mittlerweile etabliert. Gibt es sowas bei euch auch oder ähnliche Modelle? Und vielleicht verbunden auch so ein bisschen mit der Frage, du hast ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass wir quasi anerkennen, wertschätzend auch im Kollegium miteinander reden müssen, um Schule wirklich auch zu entwickeln, um auch quasi die Stärken der Kolleginnen und Kollegen nutzen zu können.
Es gibt ja durchaus bis heute so eine defizitorientierte Vorstellung von Schülerinnen und Schülern. Also wir müssen da erstmal ran, wir müssen die erstmal fit machen, wir müssen ihnen erstmal all das Wissen vermitteln, was sie brauchen. Ist das vielleicht auch etwas, was ihr anders handhabt? Also ihr vermittelt sicherlich Wissen, aber habt ihr einen anderen Ansatz, wie ihr auf die Kinder schaut? Das sind so zwei Fragen, die mich total umtreiben. Dann würde ich mal damit tatsächlich anfangen, weil das treibt mich auch um. Also, und ich glaube, das ist meine Challenge schlechthin in diesem Job, weil genau da will ich raus. Ne? Die Menschen, ich habe mich jetzt relativ viel wirklich auch nochmal so mit den entwicklungspsychologischen Ansätzen und allem auseinandergesetzt. Der Mensch guckt auf die Defizite. Er guckt auf die Defizite, weil er will sich verbessern. Und wie es so schön heißt, ne, wenn wir uns hätten nicht verbessern wollen, dann hätten wir die ganze Entwicklung, auf die wir jetzt letztlich zurückschauen, nicht gehabt. So die eine These. Meine These ist, nur weil ich quasi schon gut bin, heißt es ja lange nicht, dass ich nicht noch weitere Ideen habe, die ich umsetzen kann, um mich weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich auch eher in dieser, fehlerfreundlichen, sage ich jetzt mal, Lernkultur unterwegs. Und das war auch eins der ersten Dinge, die ich meinen Kollegen vermittelt habe. Ich möchte, dass ihr bitte Fehler macht und ich möchte, dass ihr euch bitte auch traut, Fehler zu machen, weil wenn wir sie nicht machen, dann lernen wir nicht. Und wenn die Kinder nicht die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, dann lernen sie es auch nicht. Also bitte bestraft die Kinder nicht dafür, dass sie Fehler machen, weil genau das ist der Punkt, an dem man es verstehen kann, warum es irgendwie anders ist. Und das ist aber tief im Menschen drin, ne? Und dann kommen halt noch so die Persönlichkeitsmerkmale der einzelnen Menschen dazu. Und das ist wirklich eine Aufgabe immer und immer wieder, wenn man mit Menschen arbeitet, egal wo und an welcher Stelle, dass man sie ermutigt, konstruktiv mit, ich sag mal, vermeintlichen Fehlern umzugehen. Ja, in der Medizin, beim Piloten, wie auch immer, werden Fehler wirklich durchgespielt, damit sie nicht am Menschen passieren. Ja, also sie werden quasi hervorgedacht, um sie quasi zu eliminieren, bevor sie halt einen Schaden anfügen, ausrichten können. Ja, und letztlich wir in unseren Lernprozessen, wir arbeiten ja auch damit. Also ich bin Schwimmtrainerin, ja. Ich lasse meine Kinder mit der Faust schwimmen, damit sie merken, dass sie keinen Widerstand haben, wenn sie ihre Hände nicht ordentlich festmachen und den Widerstand im Wasser wegdrücken können. Also wir brauchen Fehler, weil wir würden uns nicht weiterentwickeln. Und deswegen ist es was Gutes. Und deswegen müssen wir dieses... Kinder dürfen keine Fehler machen und wir zeigen sie ihnen nur als was Negatives auf, müssen wir immer wieder ins Bewusstsein rücken und auch immer mit dem anderen Fokus auf, sie bringen auch ganz, ganz viel mit. Und nur weil wir halt in der Schule, also ich übertreibe es jetzt, ne, wir im Bildungssystem, nicht die Schublade aufmachen, in der sie jetzt quasi ihre ganzen Fähigkeiten drin haben, heißt das noch lange nicht, dass dieses Kind keine Fähigkeiten hat. Und das, denke ich, ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von zukunftsorientierter Schule, dass wir halt nicht nur auf irgendwelche Inhalte und vermeintlich Dinge, die man heutzutage überall nachlesen kann, schauen, sondern dass wir halt wirklich Persönlichkeiten und individuelle Fähigkeiten mitentwickeln und da auch einen Fokus drauf legen, damit wir wissen, wir sind gut in der Lage, im Team zu arbeiten, wir können gut reden, wir trauen uns vor die Kamera, wir können singen. Also ja, dass man halt wirklich den Kindern auch sagt, was sie können und nicht nur, was sie nicht können. Und Dinge, die sie nicht können, dann aber nicht, jetzt bist du ein schlechter Mensch, sondern, hey, es ist total in Ordnung, ein Elefant kann auch nicht auf den Baum klettern, ja? Also, um mal das ganz pragmatische Bild jetzt hier wieder zu nehmen. Es ist normal, wir können nicht alle alles können. Und deswegen ist es auch gut, dass wir so viele, viele Menschen sind, weil lasst uns doch einfach dann die Dinge verteilen. Das ist doch super. genau, also da bin ich immer dran. Und das ist Daueraufgabe. Also das, ich glaube, wir haben da bei uns insgesamt schon allein dadurch, dass ich so mit allen umgehe, so einen kleinen Change hinbekommen. Und meine Vorgängerin, die mich letztendlich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, die ist halt tatsächlich das genaue Gegenteil. Und wir haben erst diese Woche wieder gesessen und sie meinte, ich bin so dankbar, dass wir uns damals getraut haben, das zu tun, weil du einfach immer diesen positiven Blick auf die Dinge hast und sie halt genau andersrum aber erzogen war. Ne? Fehler sind schlecht, Fehler müssen beseitigt werden und implizit mit Fehler sind schlecht, ich habe den Fehler gemacht, also bin ich schlecht.
Nein, ich bin nicht meine Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, und das ist nicht schlimm. Genau. Das ist ein wahnsinnig schöner Blick auf Schule, finde ich, und auch eben nicht nur auf Schule an sich, sondern es ist ja ein Blick auf die Gesellschaft auch, den du damit aufmachst, ne? Zu sagen, so kann eben auch Gesellschaft aussehen und wir müssen nicht immer Ja. darauf schauen, was alle anderen schlecht machen, falsch machen, sondern wo sind eben auch die Potenziale dabei, wo lernen wir an der Stelle und wie können wir selber dann etwas gestalten und aus dem, was wir gemacht haben, etwas lernen. Genau, und wenn wir das jetzt quasi in der Schule vermitteln, ne, und so quasi die Kinder auf den Weg bringen, dann haben wir ja ganz andere Persönlichkeitsstärken letztendlich unter uns, die ganz anders miteinander umgehen, die viel wertschätzender miteinander umgehen, ne? Und das auch quasi mit dem Blick auf, wie wollen wir denn miteinander umgehen und nicht nur immer mit diesem eben Defizitblick, wie wollen wir nicht miteinander umgehen, weil ne, auch da ist dann immer der Fokus drauf. Steve Ja. hatte schon eine Frage noch zuvor geschaltet, Genau. sozusagen, wo es darum ging zu schauen, was an demokratischen Strukturen habt ihr eben in der Schule benannt, war der Klassenrat oder auch andere Projekte, die es gibt, wo die SchülerInnen mitgestalten können, wo die Lehrkräfte aber auch mitgestalten können. Wie sieht das bei euch aus? Also auch da, ne, haben wir quasi relativ basisdemokratisch, glaube ich. ganz, ganz viel, was ja, also auch tatsächlich bei uns inzwischen so eine gelebte Selbstverständlichkeit ist. Also der Klassenrat ist seit, also der war auch schon Thema, da war ich noch nicht an der Schule. Also das wird schon sehr, sehr lange gelebt und auch mit Kooperationspartnern aus der Schulsozialarbeit. Das ist quasi ein Status quo. Die Kinder, wir haben, obwohl es ja gesetzlich jetzt nicht vorgegeben ist, schulgesetzmäßig, natürlich Klassensprecher, die wir dann auch als Klassensprecherrunden immer zusammenholen und dann quasi so eine Schülersprecherrunde haben, auch eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher wählen, der dann mit in der Schulkonferenz mit drin sitzt und da auch quasi auf der ganz hohen Ebene mit uns zusammen nicht entscheidet, aber zumindest dabei ist und auch immer die Perspektive der Schülerinnen und Schüler da noch mit einbringen kann. Wir haben jetzt im letzten Jahr einen Kurs gestartet. Wir haben ein Kurssystem für die Klassen 5 und 6, wo sie aus ganz vielen Bereichen selber entscheiden können, wo sie lernen und was sie lernen wollen. Das gehört für mich auch mit zur Demokratie und zur Partizipation, ne? Dass ich halt auch Räume habe, wo ich entscheide, was ich gerne machen möchte. Und im Rahmen von diesen Kursen haben wir ein Schülerparlament, was natürlich noch kein Schülerparlament ist, weil wenn es nicht das Schülerparlament ist, sind ja alle Klassen vertreten und es gibt wirklich genaue Regeln und Vorschriften, wie dann was auch gemacht wird. Aber dieser Kurs ist dazu gedacht, um die Kinder zu ermutigen und ihnen auch so eine Idee des Schülerparlaments mal schmackhaft zu machen. Und meine Idee langfristig ist, dass wir dann halt aus unseren Schülersprechern und dann vielleicht auch noch weiteren Gesandten aus den Klassen halt so eine Art Schülerparlament wirklich dann leben können. Und genau, also die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich an allen Stellen mit dabei, also von den, ich sage jetzt auch mal ganz offiziellen Strukturen, ja, also ich hatte im Eingangsteil schon gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die auch tatsächlich in der Berliner Schule total demokratisch sind, ne? Sie werden halt nur sehr oft sehr negativ und auch immer so Schulleitung gegen Kollegium ausspielend nochmal vorgebracht. Aber natürlich haben wir eine Gesamtkonferenz, natürlich haben wir eine Steuergruppe, natürlich haben wir eine erweiterte Schulleitung, natürlich haben wir Teamrunden, ja. Also natürlich arbeiten wir auf Leitungsebene als auch quasi auf der Kollegenebene mit dem Ganztag ganz eng zusammen. Und überall sind wir immer im Dialog und es gibt immer Räume, sich einzubringen. Und es gibt immer auch den kurzen Weg und meine offene Tür und mein offenes Ohr, um zu sagen, ich habe hier eine Idee, können wir da mal drüber nachdenken. Und wenn sie gut ist, wird sie eine Woche später umgesetzt. Also ich habe einen Briefkasten, der aussieht wie eine Schulmappe und die Kinder können da jederzeit ihre Wünsche und ja, Probleme auch durchaus reinwerfen, ne? Dass sie halt immer die Möglichkeit haben, zu mir zu kommen, aber trotzdem auch, falls sie sich nicht trauen, was aufzuschreiben oder wie auch immer. Also
Es sind an allen Stellen auch für die Eltern Möglichkeiten, quasi sich einzubringen und auch ihre Ideen mit reinzutragen. Da gab es eine Geschichte. Wenn man das stellen kann, ist nochmal was anderes. Aber es wird auf jeden Fall angehört. Da gab es eine Geschichte, von der du mir letztens erzählt hast, und ich würde die so gern mit den anderen ZuhörerInnen und auch mit Steve teilen. Ein Schüler, der auf dich zukam und gern unbedingt ein Projekt umsetzen wollte. Ich würde mich total freuen, wenn du davon berichtest. Also es kommen ja häufiger Schüler zu mir. Ich glaube, du willst auf unsere Schülerzeitung hinaus. Ganz genau. Ja. Es war eine großartige Situation. Ich saß in meinem Büro, es war Corona-Zeit. Wir hatten nicht ganz so viele Kinder in der Schule, weil viele im Homeschooling waren. Und ein Drittklässler kam zu mir. Frau Herfitt, er hat schon Herfitt Schermberger gesagt, glaube ich. Ich möchte gerne den Antrag stellen, dass wir eine Schülerzeitung machen dürfen. Und na klar, Erik, mach doch. Also, wie jetzt? Naja, such dir doch mal ein paar Kinder und frag doch mal ein paar Erzieher und dann fangt einfach mal an. Okay, und dann haben sie das einfach gemacht. Also sie haben sich dann tatsächlich in dieser Zeit, wo ja auch angeleitetes Lernen zu Hause war, hatten wir auch immer Kinder ja in der Schule. Das waren zwischendurch auch mal Ferien, das war Notbetreuung. Und sie haben dann angefangen, eine Schülerzeitung zu entwickeln und haben sich überlegt, wen sie da mit reinholen, haben sich eine Erzieherin quasi geschnappt. Wir hatten parallel, also letztes Jahr angefangen, Schulsozialarbeit an der Schule zu installieren, weil endlich eine Stelle dafür geschaffen wurde. Haben dann die Schulsozialarbeiterin damit ins Boot geholt und haben dann angefangen, Rubriken zu entwickeln und aus dem Deutschunterricht Geschichten. Also wir haben es dann auch sinnhaft vernetzt und haben dann die Ergebnisse aus den aus dem Unterricht da mit reingenommen. Und ja, er kam halt gefühlt wöchentlich mit neuen Anträgen, wir würden dann, wie sie denn drucken dürften und wie sie sie denn verkaufen dürften und ob sie eventuell einen Kuchenbasar machen, weil sie bräuchten ja Geld und dann, also um den Druck zu finanzieren und alles. Und, also er kam und hat halt gefragt und hat dann, kam halt einfach ins Tun. Und dann hatten wir vor den, ich glaube, vor den Osterferien hatten wir die erste Schülerzeitung. Großartig. Es war der Hammer. Also ich war maßlos beeindruckt und begeistert von dem, ich komme einfach mal ins Tun. Ich wünsche mir was und er kam irgendwann in mein Büro und dann habe ich ihm gesagt, Erik, ich finde es großartig, mit welchem Engagement und dass du einfach deine Ideen und Träume so lebst. Ja, mir hat mein Onkel gesagt, wenn ich Ideen habe, dann soll ich die einfach umsetzen. Wir hatten mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, wenn man Visionen hat, soll man zum Arzt gehen. Es ist schön, dass es bei euch anders ist. Das ist bei uns anders, ja genau. Und ich hoffe auch, dass tatsächlich in der heutigen Zeit und auch mit Blick auf alle Dinge, die tatsächlich ja inzwischen Realität sind und die ja bei sehr vielen früher als Visionen verschrieben waren, dass vielleicht der eine oder andere doch gemerkt hat, dass das genau die Dinge sind, die uns auch als Menschheit letztlich weiterbringen. Vielleicht. Ja, hören wir da nochmal dem einen oder anderen Menschen mit einer guten Vision Richtung Klimaveränderung auch nochmal zu. Ja, Katrin, also ich glaube vor allen Dingen, wir brauchen noch einen Teil 2, weil dir könnte ich auch noch stundenlang zuhören und ich glaube, wir haben noch nicht mal ansatzweise alles geschafft, was wir besprechen könnten. Es gibt einen Punkt, den wollen wir jetzt zumindest am Ende nochmal ganz kurz ansprechen. Vorher würde ich ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch sagen wollen, das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass in Berlin die Grundschule bis zur 6. Klasse geht, weil du gerade von 5 und 6 gesprochen hast. In Niedersachsen geht sie ja nur bis zur 4. Klasse. Das ist vielleicht nochmal wichtig für alle, die das nicht wissen. Genau, und Helene hat mich auch begeistert und die Spannung sozusagen auf unser heutiges Gespräch hochgehalten, indem sie gesagt hat, bei euch gibt es ein ganz besonderes Unterrichtsfach. Neben all dem Spannenden, was du schon erzählt hast. Und ich will übrigens an dieser Stelle schon darauf hinweisen, wir brauchen unbedingt ein Foto von dem Briefkasten als Schultasche, das können wir schön als Titelbild für diese Folge nehmen, symbolisch dafür. Genau, aber Helene hat von einem besonderen Unterrichtsfach erzählt und da ich die Zeit so ein bisschen im Blick behalten will, magst du uns einmal davon berichten, was ist das für ein Unterrichtsfach, das ihr da habt? Ja, ich schätze, wir wollen aufs Schulfach Glück hinaus. Wir haben das Schulfach Glück, oder ich habe es so vor 6, 7 Jahren
ist es mir über den Weg gelaufen. Also ich selber habe mich halt ganz viel auch mit dem Glück beschäftigt und mit einer positiven Gestaltung von Schule. Und da bin ich dann zwangsläufig irgendwann auf dieses Schulfach gestoßen, als ich Eckart von Hirschhausens Buch gelesen habe zum Thema Glück. Und war ganz begeistert und dachte, es ist ja Wahnsinn. Ich habe das, glaube ich, 2014 dann gelesen. Und 2007 hat Ernst Fritz Schubert in Heidelberg genau so eine Vision gehabt und hat gedacht, Mann, die Kinder, wir müssen sie einfach viel besser auch menschlich abholen und vorbereiten und ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Und hat halt dieses Schulfach Glück entwickelt. Und das hat mich sofort angesprochen und da gibt es auch ja tatsächlich eine relativ große, Community und auch so eine Tendenz. Es gibt Institute, die da die Weiterbildungen anbieten und alles. Ich habe mich quasi eher nochmal so auf den ganzheitlichen Weg damit auseinandergesetzt, habe mir das alles geholt, die Literatur gelesen und habe dann mal geguckt, weil mir ganz vieles einfach von dem, was ich da gelesen habe, bei uns über den Weg läuft. Ja, und habe letztlich mal so unsere Idee von Schule verglichen mit dem, was da mit der Idee dieses Schulfachglücks eigentlich erreicht werden sollte. Und wir haben dann festgestellt, unabhängig jetzt nochmal von unserem sozialen Lernen, was wir auch seit Jahren auf dem Stundenplan haben. Also ich finde den Begriff war soziales Training jetzt nicht so schön, aber letztlich geht es genau darum, nämlich mehr die Persönlichkeiten und die Interaktionen der Menschen und die Stärken der Menschen auszuprägen. Aber wir machen das halt nicht nur in einer Stunde in der Woche, sondern wir machen das einfach an so vielen Stellen in unserem Schulalltag. Ja? Von der Möglichkeit, dass man singen kann, dass man tanzen kann, dass man Walzer lernt, dass man klettern geht, dass man auf der Klassenfahrt wirklich selbstständig dafür verantwortlich ist, sein Essen zu machen. Also es sind überall kleine Puzzleteile, die quasi in diesem Schulfach Glück auch quasi wiedergefunden, also die sich da wiedergefunden haben oder ich sie wiedergefunden habe, wo ich dann die Idee hatte, da geht es halt um mehr und habe dann gedacht, okay, Glück als pädagogische Perspektive ist halt genau dieser Ansatz. Wozu gehen wir denn zur Schule und was ist denn unsere immanenteste Aufgabe? Ja, also und was ist unser Ziel, ein glückliches Leben zu führen? Und dafür sollten wir doch die Menschen stark machen. Und dazu braucht es halt mehr als nur den Blick auf, sie müssen rechnen, lesen und schreiben können. Ja, da müssen sie wissen, was sie können. Und dazu müssen wir ihnen halt, um wieder auf den Begriff zu kommen, Freiräume schaffen und Möglichkeiten. Und mit dieser Idee versuche ich halt Schule zu leben. Und da ist jetzt quasi das Schulfach Glück so ein Baustein drin, letztendlich auch ein Ideengeber. Und ich habe heute die Kurslisten zusammengestellt, dann auch nächste Woche mit meinem Kurs Schulfach Glück und freue mich da wirklich sehr drauf, um da wirklich auch nochmal so den Fokus raufzulegen und die Kinder so 5., 6. Klasse dann wirklich auch nochmal stärker zu machen und ihnen da, ja, Räume zu schaffen. Schön. Ja. Ich glaube, das Land Berlin und auch deine Schülerinnen und Schüler und deine Kolleginnen und Kollegen haben auch großes Glück mit dir als Schulleiterin. Das war super, super spannend. Im Gegensatz zu Helene kannte ich dich ja noch nicht vor diesem Gespräch, dir zuzuhören, von dir zu lernen. Ich glaube, das geht unseren Zuhörern und Zuhörern auch so. Also ich nehme auf jeden Fall schon mal mit, dass es eben wichtig ist, dass man mit ganz viel Initiative in die Schule kommt und Schule gestalten will, aber eben auch geduldig ist und auch zuhört und auch aus den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen lernt und gemeinsam etwas Neues entwickelt. Und als zweites nehme ich unbedingt mit, wir brauchen eben diese Räume, wir müssen diese Räume schaffen, aber wir müssen auch die, deswegen fand ich das, was du beschrieben hast, total spannend, wir haben unseren Podcast ja Freiräume gestalten genannt und nicht nur Freiräume schaffen. Wir haben da lange drüber nachgedacht und eigentlich das, was du jetzt beschreibst, ist genau das, worauf wir auch hinaus wollten, nämlich es gibt ja durchaus Freiräume und die müssen wir nur lernen zu gestalten oder wir müssen versuchen, sie zu nutzen und das hast du ja ganz eindrücklich beschrieben und es ist natürlich toll zu sehen, wie das offenbar auch innerhalb des Systems, ohne gleich das ganze System ändern zu müssen, möglich ist, Räume zu schaffen, zeitliche Räume, aber auch tatsächlich Räume, so wie du es bei euch mit dem Zimmer der Lehrkräfte beschrieben hast und der für mich wichtigster Satz aus dem heutigen Podcast ist, wir sind nicht unsere Fehler. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz
ganz wichtiger Leitsatz auch für junge angehende Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht genau immer mit diesem Damoklesschwert auf dem Weg in die Schule sind. Was können wir alles falsch machen? Was werden wir vielleicht alles falsch machen? Und ich glaube, aus dieser Folge mit dir haben wir gelernt, mach ruhig mal was falsch, aber mach etwas und probier etwas aus. Ja, genau. Probier es aus. Ne? Probier es aus, sei mutig und geh nicht gleich mit der Idee, es könnte irgendwie nicht funktionieren rein, sondern trau dich und im Zweifel machen alle Lehrer ihren Job wirklich gerne, weil sie die Menschen und die Kinder mögen. Und das ist immer so meine, mein Wunsch, dass alle Menschen, die in der Schule sind und die mit den Kindern arbeiten, das wirklich auch ein Stück weit aus der Liebe heraus zu den Menschen machen und nicht nur aus dem Selbstnutzen. Ja. Wir danken dir, Katrin, dass du heute unsere Gästin warst. Nehmen selbst, wie gesagt, wahnsinnig viel mit und freuen uns darauf, genau dieses Gespräch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen zu können, die eben wahrscheinlich vornehmlich angehende Lehrerinnen und Lehrer sind und eben mit den Visionen, die sie für Schule haben, dann auch ihren weiteren Weg beschreiten und da jetzt ein bisschen mehr Mut bekommen haben, genau das zu tun. Vielen Dank. Ja, ich danke euch, dass ich die Möglichkeit hatte, das einfach auch mal so ein Stück weit über solche Kanäle zu teilen. Und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass ihr mich angesprochen habt und ja, dass ich es teilen durfte. Vielen, vielen Dank.